Hallo ihr Lieben, da bin ich wieder und erzähle euch ein bisschen weiter, wie mein Weg war zur Bestimmung, zu dieser Arbeit, zu dieser Tätigkeit, die ich eben mache. Heute möchte ich euch eine Erfahrung erzählen, die für mich ganz, ganz wichtig war. Vor vielen Jahren, als ich in den Ferien war in Italien, als meine Kinder noch klein waren, wurde ich gebissen von einer Spinne und habe eine allergische Reaktion darauf gemacht. Diese allergische Reaktion hat sich aufgebaut. Es hat sich überall im Körper Wasser angesammelt, immer mehr, und ich konnte nicht mehr so gut atmen. Und es war aber interessanterweise ein Prozess, der über mehrere Tage ging. Ich möchte euch etwas erzählen über das Hinübergehen in eine andere Ebene. Bei mir hat es dazu geführt, dass ich eine Außerkörpererfahrung machen durfte. Also ich war in diesem Garten in Italien bei der Familie von meinem damaligen Lebenspartner mit meinen Kindern in den Ferien. Und es ging mir nicht gut körperlich, ich fühlte mich sehr schwach. Sowohl mein Sohn wie meine Tochter bekamen Impulse, dass etwas geschehen würde. Mein Sohn kam zu mir und sagte mir, er hätte gehört, dass ein Lichtwesen, also ein Engel, wie er es damals gesagt hat, sein Schutzengel, weil er war ja noch klein, ihm gesagt hätte, dass jemand, den er sehr, sehr lieb hat, nur 33 Jahre alt werden würde. Und er war darüber sehr traurig. Und ich habe ihn dann getröstet und gesagt, ja, weißt du, wenn du jemanden ganz fest lieb hast, dann wirst du im Herzen immer verbunden sein mit diesem Menschen. Zu dem Zeitpunkt wusste ich ja nicht, dass es sich um mich selbst handeln würde, also dass diese Möglichkeit des Übergangs für mich gegeben war. Dann kam meine Tochter einen Tag später und sagte mir, sie hätte wie so eine Lichtkugel gesehen, die durch mein Aurafeld schwebt und dann auf der linken Seite wie platziert bleibt und dass mein Aurafeld kleiner geworden sei. Also die Ausstrahlung, sie hat damals gesagt, das Licht ist kleiner geworden. Ich selbst war sehr müde und es war aber durch Umstände nicht möglich, dass ich zum Arzt konnte. Und es war eine wirklich intensive Erfahrung. Am Morgen des dritten Tages kam dann eine junge Frau, also ein junges Mädchen, bald Frau, zu mir in den Garten und sagte mir, ob ich einen Wunsch hätte. Die Kinder waren am Spielen mit den anderen Kindern und das war okay. Und ich bat sie, dass ich gerne zum Meer gehen würde. Und sie fuhr mich dann ans Meer. Dort am Meer hat es einen Friedhof, einen alten jüdischen Friedhof, der wundervolle Mosaike hat und einfach alles ist weiß, weißer Sandstein. Und ich ging dorthin mit ihr und sah dann das Meer daneben und es war einfach ganz intensiv. Ich sah viele Lichter
die dort waren. Und als ich dann genug dort war, brachte sie mich zurück in das kleine Dorf. Sein kleines Dorf in einer Anhöhe. Ich ging dann in den Garten und legte mich dort auf einen Liegestuhl. Ich spürte, dass der Körper immer müder wurde und müder. In dieser Müdigkeit hat diese junge Frau mich gekühlt, ich habe geschwitzt und dann ist sie gegangen und ich habe ihr einfach noch sagen können, ich danke dir, du bist ein Engel im Augenblick. Ich bin dann auf diesem Liegestuhl gewesen und habe mich ausgeruht und es sind mir Gedanken gekommen, vor allem auch, was am Abend vorher geschehen ist, noch vor diesem Tag. Weil am Abend vor diesem Tag, wo eben diese Außerkörpererfahrung kam, sah ich wie einen Kokon aus violettem Licht. Und innerhalb dieses Kokons waren ganz viele lilafarbene Lichtkugeln, fast wie ein Universum, die so geschwebt sind und sich bewegt haben. Und von dieser Energie kam wie ein Impuls zu mir, dass ich zu jedem von der Familie gehen soll und mich quasi verabschieden soll und einfach die Dinge in Ordnung bringen. Das habe ich dann an jenem Abend auch gemacht. Ich bin zu jedem hin und habe einfach das Gefühl gehabt, ich konnte es nicht erklären, das Gefühl gehabt zu sagen, es ist okay, alles was war, es soll verzeiht sein. Und ich bitte euch auch um Verzeihung, wenn ich irgendetwas getan habe, was euch verletzt hat. Und ja, falls wir uns irgendwann nach diesen Ferien nicht mehr sehen, sollt ihr wissen, dass es alles so, wie es war, gut war und dass wir alle davon etwas gelernt haben. Diese Gedanken kamen mir eben dann in diesem Liegestuhl, in diesem Garten. Ich lag also da und plötzlich taten sich mir die Baumseelen auf. Das heißt, ich begann ganz stark die Energiefelder der Bäume zu sehen, der Blumen, alles leuchtete. Und von oben nach unten begannen lauter Lichtkugeln, heute nennt man sie Orbs, herunterzuschweben. Ich sah sie in allen Farben in diesen Garten kommen. Plötzlich spürte ich auch wieder die Gegenwart von meinem Großvater. Der Körper wurde noch müder. Und ich erinnere mich noch ganz genau, ich habe einen tiefen Atemzug genommen, die Augen dabei geschlossen, sie wieder geöffnet und sah plötzlich ein goldenes Licht, wie eine Lichtscheibe, eine Lichtsonne. Die war so hell, so leuchtend. Und ja, es mutete an, wie zum Beispiel, wenn ihr im Schwimmbad seid und ihr taucht ganz runter und schaut dann durch das Wasser nach oben und erblickt die Sonne. Das war so ein ähnliches Gefühl. Es ist sehr hell, aber es blendet nicht. Es ist trotzdem sanft. Dieses Lichttor oder diese Lichtscheibe, ich verstand das damals noch nicht so genau, war da vor mir in einem gewissen Abstand und ich realisierte plötzlich, dass ich nicht hinter dieses Licht sehen konnte. Also das heißt, ich konnte die Bäume dahinter nicht mehr erblicken. Es war wirklich wie ein Übergang, wie eine andere Dimension, die sich da öffnete. Ich blickte in dieses Licht und dann atmete ich noch einmal tief ein und aus. Ich war müde, ich war wirklich müde.
Und das Licht wurde noch einmal größer. Und dann kam der dritte Atemzug und ich nahm wahr, wie ich plötzlich wie durch einen ganz sanften Ruck aus meinem Körper strömte und ich blickte zurück und sah hinter mir den Liegestuhl und meinen Körper ganz entspannt daliegen. Es war keinerlei Angst da, keine Unsicherheit, aber ich bekam wie eine andere Schau, eine andere Wahrnehmung. Ich habe jetzt nicht das, was viele hören, eine Art Lebensfilm gesehen oder einen Tunnel, sondern einfach nur dieses wunderbare, goldene Sonnenlicht, also diese Lichtpforte. Und plötzlich nahm ich viele Dinge gleichzeitig wahr. Obwohl ich in Italien war, konnte ich mein Elternhaus sehen hier in der Schweiz. Ich konnte meine Familie wahrnehmen hier, meine Freunde. Gleichzeitig aber auch nahm ich meine Kinder wahr, die auf dem Dorfplatz gespielt haben zu dem Zeitpunkt. Es war wie wenn ich irgendwie alles gleichzeitig wahrnahm, wie wenn die Raumzeiterfahrung sich auflöste und alles im Augenblick war. Mein Leben, meine Beziehung. Plötzlich war mir auch ganz klar, was ich gelebt hatte bis zu dem Zeitpunkt hin. Und ich spürte, ich nahm wahr, dass ich mich wie ausgeatmet habe. Dann kam wie so eine starke Anziehung von diesem Licht. Ich sah meine Großeltern, ich sah einfach die, die schon gegangen waren, dass sie da waren in der Nähe von diesem Licht. Ich fühlte mich sehr angezogen von dieser Energie. Und dann kam der Augenblick, wo ich innerlich dachte, eben mit meiner damaligen Art, lieber Gott, habe ich gedacht, wenn es sein muss, wenn du das wirklich möchtest, ja, dann komme ich jetzt in die geistige Welt. Und wenn es aber sein darf, dass ich meine Kinder, dass ich sehen darf, wie sie erwachsen werden, dass ich sehen darf, wie sie selbst Eltern werden, wenn ich meine Enkelkinder kennenlernen darf. Wenn das okay ist für dich, dann bitte ich dich, dass ich zurückgehen darf in diesen Körper und noch einen Lebenszyklus bekomme, sozusagen, dass ich einfach zurückgehen darf und ich werde sehr gerne eine Aufgabe übernehmen, wenn du sie mir zeigst. Das ganz, ganz Überwältigende für mich war, im selben Augenblick, wo dieser Gedanke entstand in mir, bevor ich ihn geistig, gedanklich aussprechen konnte, war die Antwort da. Es war ein Ja, es war ein ganz klares Ja. Ich durfte entscheiden. Und in dem Augenblick strömte die ganze Energie zurück zum Körper. Ich machte meine Augen auf und konnte dann rufen. Und dann kamen sie mir zu Hilfe. Ich wurde ins Spital gebracht und nachher in die Schweiz zurück und war dann 3 Wochen im Krankenhaus in St. Gallen. Diese Erfahrung hat mich noch viel mehr geöffnet. Seit damals ist es für mich so, als ob beide Ebenen, das Leben auf der Erde, aber auch das rein geistige Leben, einfach immer präsent ist. Und je nachdem, wohin ich meine Aufmerksamkeit lenke, das nehme ich dann wahr. Diese Erfahrung hat ganz viel verändert. Sie hat auch dazu geführt, dass es Zeit war, die Beziehung zu lösen, zwischen dem Vater meiner Kinder und mir. Es ist uns gelungen, das auf eine gute Weise auch zu tun.
Und auch diese Erfahrung war wieder so wertvoll, weil ich auch so vielen Menschen begegne, die Abschied nehmen müssen, in welcher Form auch immer. Dadurch kann ich ganz viel verstehen, weil ich es selbst eben erlebt habe. Ja. Das war für mich auch der Schlüssel für einen starken inneren Wunsch, wirklich wie ein Vermittler, eine Art, ja, Kanal zu sein für die geistige Welt. Oder einfach meine Intuition, meine Wahrnehmung noch mehr zu entwickeln, so dass ich wirklich wahrnehmen kann, was aus den feinstofflichen Ebenen uns geschenkt wird an Information, an Botschaften und das weitergeben darf. Es hat aber dann doch noch einige Jahre gedauert, bis ich dann in einer Begegnung mit einem Menschen wirklich dieses intuitive Sprechen, dieses Channeling in dem Sinne, wie es bekannt ist, ausgeübt habe. Es war eine Zeit der Schulung. Es war für mich eine Zeit der Schulung, auch von der geistigen Welt her. Es gab eine gewisse Phase der Entwicklung, wo ich immer gezeigt bekommen habe, wenn ich einen Gedanken oder eine Emotion hatte, die irgendwie wertend war oder nicht im Gleichgewicht, dann konnte ich das immer sofort sehen in meinem eigenen Aurafeld. Und in dem Augenblick habe ich innegehalten und einfach überlegt, mich beobachtet, was habe ich gerade gefühlt, was habe ich gerade gedacht über die Situation oder über den Menschen. Und in dem Augenblick, wo ich dann erkannt habe, was ich gedacht habe, konnte ich diesen Gedanken wie auflösen, diese Energie, die ich ausgesendet hatte, wieder wie auflösen und dann war sofort wieder das Leuchten und die Farbe da. Ich kann das nur so beschreiben. Ein ganz lustiges Erlebnis war da auch, wir kennen das ja alle, wir müssen putzen, unsere Wohnung putzen, wir müssen manchmal auch Dinge putzen, die nicht so schön sind. Und ich erinnere mich, ich hatte bei einem Lavabo den Stöpsel rausgenommen und dann waren da Haare dran und das war verklebt und ich hatte mich geekelt und hatte gedacht, oh, das ist aber jetzt nicht schön. Und in dem Augenblick konnte ich sehen, wie die Energie um meine Hände so einen gräulichen Schimmer annahmen und ich dachte, ja, was habe ich denn jetzt gerade gedacht? Und da wurde mir bewusst, Moment mal, auch das ist göttlich. Selbst da solltest du jeden Gedanken von Ekel, von Ablehnung, von Wertung auflösen und diese Arbeit mit Liebe tun. Und in dem Augenblick, wo ich das erkannt hatte, war alles in diesem Licht. Und so habe ich über lange Zeit immer mehr gelernt, das Werten abzulegen, das Urteilen abzulegen und in einer gewissen Liebe den Dingen zu begegnen, die ich tue oder auch anderen Wesen. Und heute weiß ich, dass das Maß an Liebe und an Wertungsfreiheit der Schlüssel ist, um ein klarstmöglichstes Channel zu sein. Weil, wenn ich die Informationen bekomme aus der geistigen Ebene, strömen diese Informationen als Wellen zu mir. Sie strömen in Energieform zu mir. Und
Wenn ich frei bin von einer festen Vorstellung oder frei bin von einer Wertung, wenn ich frei bin in dem Sinne, dass ich keine gedanklichen Voreingenommenheiten habe, der Energie gegenüber, die kommt, dann kann ich ganz intuitiv einfach das, was dann in mir entsteht, an Worten oder Bildern aussprechen. Und so entsteht dann sozusagen eine Botschaft aus dem Licht. Darum bereite ich mich in dem Sinne gedanklich nie vor auf eine Begegnung oder einen Vortrag oder einen Lehrvortrag während einer Schulung, weil ich weiß, dass jeder Augenblick einzigartig ist und dass jede Gruppe, die zusammenkommt oder jede Begegnung eine einzigartige Botschaft bekommt. Meine einzige Vorbereitung ist wirklich zu versuchen, in einen Zustand von Liebe zu kommen, von Gleichgewicht, von Wertungsfreiheit und dann die Sätze entstehen zu lassen. Dann ist es so, dass ein Wort kommt und ich nehme das erste Wort, das ich in mir spüre, spreche es aus, ohne dass ich weiß, was daraus für ein Satz wird. Das Üben von einem so großen Vertrauen, dass ich vorher nicht wissen muss, was für ein Satz entsteht. Und dann einfach Wort um Wort auszusprechen. Und danach festzustellen, wie wunderbar die Botschaften sind aus dem Licht, von den Lichtwesen, die ja in der Einheit aus der göttlichen Quelle zu uns gesandt werden. Gott ist in allem und jedem, darum sprechen wir immer mit Gott, egal mit wem wir sprechen. Und einfach zu erkennen, wie sich der Kreis immer schließt, wie die Worte ganz natürlich kommen, einen Satz bilden, aus diesem Satz weitere Sätze entstehen und aus dem, was dann gesagt wird, ein Bild wird, ein gesprochenes Bild, ein gesprochenes Lied,